Willkommen bei Family Madness, Leute. Wir spielen derzeit Dark Devotion und haben beim letzten Mal hier bei dieser Runentafel aufgehört, die uns jetzt ja noch Crit-Chance, glaube ich, gegeben hat. Und genau an dieser Stelle werden wir auch fortsetzen. Mich würde ja noch sehr interessieren, was auf der Karte diese Bücher da oben zu bedeuten haben. Seht ihr die da? Ich habe nämlich keine Ahnung. Vor allem auch im Verlies haben wir erst 42% erforscht. Das heißt, da kann auch noch mal einiges kommen. Auf jeden Fall ist da oben was. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Auf jeden Fall nicht hier. Scheint mir fast eine Art Rückweg zu sein. Muss ich mal gucken. Also ich muss tiefer runter. Also am besten den gar nicht erst bekämpfen, sondern hier weitergehen. Hier haben wir sogar schon eine Heilungsstatue. Achtung, Falle. Ja, genau. Immer schön auf die Elite gehen. Kann mal ruhig ein bisschen weiter herkommen. Schöne Krits kriegt er ab. Ach, einwandfrei. Seltsamer Wickel heilt eine Krankheit. Und dann ist hier noch eine Waffe, die hier rumliegt. Beschwerter Rabenschnabel. Kann ich eigentlich auf der 2 noch andere Sachen anlegen? Nee. Ach, ständig muss ich dieses Zeug wegschmeißen. Das ist ein bisschen nervig, finde ich persönlich. Hier zum Beispiel das. Nee. Jetzt kann man das hier trinken. Da hat man zumindest schon mal die ganzen Sachen aufgenommen. Na, war ich irgendwie krank? Wüsste ich jetzt nicht. Egal. Können wir jetzt weitergehen. What? Ach so. Zack, zack, zack. So, was haben wir hier? Großer Säbel aus Übersee. Instabile Sphäre. Die Ältesten sagen, dass Hingabe in kritischen Zeiten zur Waffe werden könne. Eine heilige Explosion, okay. Ich würde ja aber gerne mal dies hier anlegen. So, das heißt jetzt was? Heißt das jetzt, dass die geschmiedet werden kann, dieses blaue Symbol? Oder passiert das? Ich schätze mal schon. Das wird der Eintrag gewesen sein, diese Waffe zu schmieden. Oh, gehen wir weiter. Nächster Raum. Zufluchtsort der Kreuzritter. Ah. Interessant. Und was hat das zu bedeuten? Kann ich hier beten? Auf jeden Fall ist hier ein sehr seltsames Licht. I want to pray now! Ah. Ist das da jetzt ein Gegner? Ich hoffe nicht. Komm, hier nehme ich nicht mehr weiter. Ah, hier. Der Teleportationsaltar. Das ist aber ein recht geiler Raum, so. Gibt's nämlich alles zum Reinigen, zum Heilen. Nur damit man dann weitergehen kann, ja? Okay. So verstehe ich das doch. Und hier wäre ich auch von oben? Ach, hier. Genau,
Das wäre auch noch ein Zugang dorthin. Und von unten gibt es auch noch anscheinend einen Zugang zu diesem heiligen Raum. Ich habe mich jetzt anderweitig hier durchgekämpft. Und bin leider Gottes da bei jeder denkbaren Quest irgendwie ausgegangen. Aus dem Weg gegangen. Wunderbar. Oder besser gesagt, völlige Grütze. Egal. Gut, wir gehen mal hier rein. Gucken, was jetzt kommt. Oh, das sieht doch schon wieder nach Bossraum aus hier. Ja. Der Scharfrichter, Zertrümmerer des Fleisches. Da ist er. Die Person, die wir gesucht haben. Wollen wir es probieren? Wir müssen es probieren. Na dann, zeig mal, was du kannst. Hohoho. Du bist mir ja einer, ey. Hoho. Der hat's schon drauf hier. Definitiv. Was macht er jetzt? Also über Ausweichen geht's halbwegs, den zu treffen. Irgendwas hat er mir doch auch zugefügt. Ja. Also zur Hälfte runter habe ich ihn ja schon fast ab. Ich glaube mal, dass der mich hier besiegen wird. Ah. Oh, was zur Hölle? Deine Hingabe ist verblasst. Alter, der hat's schon faustdick hinter den Ohren. Ja, bei dem könnte ich zum Beispiel überlegen, ob ich auch mit einer anderen Wache angreife. Wir probieren's mal. Vielleicht soll ich auch noch gar nicht bei dem sein. Ah, wunderbar. 46 Punkte reichen natürlich noch bei weitem nicht aus. Können wir hier das auch erstmal noch verlassen. Aber wir können hier unten noch mal gucken, was wir jetzt noch mal an Items ausrüsten können. Bisschen was Neues dürfte es ja geben. Wobei sich das immer noch in Grenzen hält, was hier neu ist. 543. Und 2 von 6. Also es gibt nicht so wirklich viele Rüstungen, die der Schmied hier mir herstellen kann. Waffen da schon mehr. Ich könnte den Boss aber gut und gerne auch mal mit hier 6 Knüppel probieren. Ganz einfach nur, um zu gucken, ob das was wird. Gib mir mal den Knüppel. We try it. Ich habe natürlich jetzt um Längen nicht mehr so viel Leben wie vorher. Aber immerhin sind sie so nett, mir für diesen Bossfight ein paar Bandagen zu geben. Sehr liebensgewürzig von euch, sehr liebensgewürzig. Ja.
Schickt mich doch noch einmal rein hier zu dem Herrn. Ich will ihn doch noch mal probieren. Ich habe ja eine größere Range als er, als der Scharfrichter. Boah. Oh, die Range ist schon gut. Kann ihn von hier hinten angreifen und treffen. Du vielleicht, vielleicht nicht, aber. Putz! Oh. Jesus fucking Christ. Nochmal getroffen. Putz, putz! Schon nochmal vorbeigesprungen. Ach! Fehlschlag. Ah. Na dann. Oh, schon vorbei. Also ab 50% geht der mega fies ab. Da habe ich noch nicht rausgekriegt, wie. Gott gibt mir einen heiligen Schild, okay. Meine Zähigkeit und Beharrlichkeit blieben nicht unbemerkt. Gott belohnt mich. Okay. So, mit der Waffe, da konnte ich schon was anrichten. Vor allem wegen ihrer Range. Ich glaube aber noch nicht, dass ich für den schon bereit bin, für den Typen. Das bezweifle ich zumindest mal. Ich glaube, das wäre dann auch der erste große Boss hier auf der Skala. Der mittlere Punkt dort zwischen den zwei Leuchtenden. Ich habe zu viele gute Menschen gesehen, die ohne Grund hier reingeworfen wurden. Zu viele, die vom Tempel verschluckt wurden, während sie nach einem Ausweg suchen. Sei vorsichtig. Verhalte dich so, als glaubtest du, dein Gott hätte eine Aufgabe für dich vorgesehen. Okay. Ja, wir probieren es halt. Gucken, was passiert. Mehr als gehen kann es ja nicht. So, jetzt haben die uns da nochmal ein paar kleine Items zur Hand gegeben. Für den kommenden Raum. Höhere Präzision. Und macht mich gewalttätig. Okay, probieren wir es mal aus. Nun denn! Show me what you got, Scharfrichter! Nee, so leicht triffst du mich nicht. Ansaugen ist hier auch nicht. Putz. Oh. Die Waffe haut schon gut rein. Na dann. Oh.
du mich wieder anziehen, ja? Hoho! Scheiße. Du! Ja! Besiege den Scharfrichter. Wir haben es geschafft. Oh! Was für ein Vieh, ey. Give me your power! So, was passiert nun? Was? Ich stürze? Die Höhle der verdorbenen Natur. Nice. Was ist das denn hier? Ist das da jetzt der Scharfrichter hier, der hier aufgespießt ist? Blutige Hellebarde. Neuen Eintrag in der Schmiede. Nice. Die jetzt stärker als Hesseks Knüppel? Auf jeden Fall hat sie nicht so viele Fehlschläge und noch Crit dazu. Das ist natürlich wirklich nice. Jetzt können wir auch erstmal wieder ein bisschen was aufsammeln hier. Wir sind jetzt ach, interessant. Wir sind jetzt im bereinigten Dörfchen. Ja. Und hier gibt es dann nochmal andere Tafeln. Wir haben tatsächlich den Boss des uralten Verlieses gelegt. Ich denke mal, das wird sich dann auch zeigen. Also da unten sehe ich absolut gar nichts. Ich weiß überhaupt nicht, was da unten ist. Deswegen werde ich einfach erstmal nach links gehen. Gut, sie sagen mir aber mit dieser Aktion, dass ich da runter muss. Die Frage ist nur, muss ich springen oder nicht? Ich kann es nicht sehen. Jump! Ah! Okay, das war ein Aufwind oder sowas. Oh. Meine Hingabe ist verblasst. Ja. Leute, wir haben den ersten großen Boss, denke ich, gelegt. Wir werden das, die Theorie kurz nochmal. Die Höhle der verdorbenen Natur kann jetzt betreten werden. Ja, super. Das werden wir nochmal kurz, glaube ich, unter Beweis stellen, indem wir uns einfach mal die Seite hier angucken. Ich denke mal, da müsste jetzt der große Punkt. Ja, genau. Der große Punkt ist jetzt dort aktualisiert. Heißt, wir haben den Hauptboss des uralten Verlieses gelegt. Ja, und es gibt noch zwei kleine Nebenbosse dort. Werden wir uns die antun? Ich denke ja. Die werden wir definitiv uns auch noch holen. Wir wollen ja das gesamte Spiel hier mal ein bisschen sehen. Eine neue Waffe gab's. Wenn ich hier jetzt gucke. Da kam jetzt schön die blutige Hellebarde hinzu. Sie hat 34 bis 43 Angriff. Da ist natürlich der Hesseks-Knüppel immer noch mal ein bisschen heftiger. Was heißt ein bisschen? Einiges heftiger. Aber halt hat, der hat halt auch Fehlschläge. Von daher ist vielleicht die Hellebarde hier erstmal gar nicht so verkehrt. Anyway. Für die Folge hier soll es das erst einmal gewesen sein. Die letzte war ein bisschen länger. Diese hier dementsprechend mal ein bisschen kürzer wieder. Und ja. Ich denke, in der nächsten Folge werden wir uns dann eines der anderen Gebiete vielleicht auch nochmal zu Gemüte führen. Ich schätze mal erstmal noch das Dorf. Wegen des zusätzlichen Schadens, den ich hier kriegen kann, wenn ich in dem befallenen Dorf, nämlich Jezebel, vernichte. Die müssen wir allerdings finden. Joa. So wird's dann sein. Gut.
dann verabschiede ich mich für heute erst einmal und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.